Kaum einer ist schneller. Ach, wir waren sogar nicht mehr. Waren wir in der Schweiz? Nee, wir fahren jetzt in die Schweiz. Scheiße. Ja. Jetzt sind wir in der Schweiz, genau. Ach, jetzt sind wir zwischendurch mal auf deutschem Gebiet. Na lol. Hier sind wir nie im Deutschen. Also hier, okay. Oder fahren wir wieder schön durch die Schweiz nach Verona. Okay, wir sind jetzt auf der Hälfte der Strecke, würde ich sagen. Ja, ich wollte gerade. Ich habe aus in die falsche Taste gedrückt. Hab N wollte ich drücken und M habe ich gedrückt. Ich habe gerade irgendwie einen Kitzel in den Fingern. Oh, das ist eklig. Radar 80. Aber die Schweizer müssen natürlich wieder blitzen. Typisch. Immer nur Geld haben. Schweizer Franken. Aber hier diesen Tunnel, das finde ich richtig. So sieht ein Tunnel in der Schweiz aus. Jetzt vergleichen wir mal das mit unseren Tunneln. Oder mit Tunneln in Italien, Südtirol. Die sehen genauso aus. Man darf schnell fahren und alles ist schön. Also, es ist nicht so wie in Deutschland, wo, oh, jetzt kommt ein Tunnel wieder 80 oder 60 oder was auch immer, was denen da einfällt. Dauernd wird man hier gestört. Nein, boah. Das ist in Deutschland auch mit den Tunneln, das ist wirklich extrem. Das merkt man auch in Italien. Ich fahre jetzt demnächst auch bald in Urlaub. Ja! Das BD fährt nächste Woche schon. Ich fahre es in 3 Wochen. Nächste, übernächste. Ja. Nein, 2 Wochen. Ja, Samstag in 2 Wochen. Scheiße, da muss ich ja. Ach du Kacke. Ja, super, dann muss ich jetzt erstmal gucken, dass ich. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Bin ich ja nächste Woche. Nee, ich bin nächste Woche noch da. Ja, Samstag in 2 Wochen, aber es sind für mich nur. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da muss ich ja erstmal alles aufnehmen. Oh, GTA 4 muss ich aufnehmen. Ja, da wird es wahrscheinlich so sein, dass ich die Projekte einkürzen werde. Also höchstwahrscheinlich bloß von jedem die Hälfte in der Woche hochladen. Also jetzt bloß für den Urlaubszeitraum. Weil es wäre vielleicht kein Problem, das für diese eine Woche hochzuladen und aufzunehmen. Aber die Frage ist dann für die Woche danach. Da werde ich wahrscheinlich nicht mit aufnehmen und hochladen schaffen. Wobei eigentlich ist das Bild die ganze Zeit da, aber ich werde es wahrscheinlich nicht aus Gründen vom Hochladen zu schaffen. Denn ich habe dann nochmal einen Termin, habe jetzt auch in letzter Zeit überhaupt relativ weniger Zeit. Nicht gut. Okay, ich muss jetzt noch 25 Minuten. Ja, 25 Minuten, da habe ich schon 3/4 Stunde, habe ich für die nächste Woche und übernächste. 25 Minuten, 15, okay, das kaut hin. Das geht gerade so noch auf, weil ich dann noch eine Verab weil ich dann noch einen Termin habe und ja, Papa. Ah, nicht gut, nicht gut. Wollen wir hier tanken? Ich weiß nicht. Wie sieht's denn aus mit Pen? 6 Stunden 16. Ach, das können wir durchfahren. Das fahren wir jetzt durch hier. Komm, das kriegt man hin. Das passt schon. Geh mal dem dort gleich pennen in Verona. Das wird man eigentlich hinbekommen. Bisschen aufholen. Nee, also das ist richtig. Das wird richtig dumm, weil man hat eben vor Urlaub fahren wir in der 2. Woche. Dann sagt man sich so, oh, 2. Woche, da hat man ja die erste Woche noch Zeit. Die erste Ferienwoche vergeht so schnell, da hat man keine Zeit. Da muss man noch Sachen für den Urlaub vorbereiten. Ich muss noch GPS-Gerät updaten. Ich muss noch oh, das alles machen. Das, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, und dann ist halt eben, man muss ja noch aufnehmen. Also wie gesagt, wenn wir mal gucken, vielleicht werde ich das Ganze da auf die Hälfte verkürzen. Das heißt, dass in der Woche 2 Minecraft kommen, ein ETS und 3 GTA 4. Ja, vielleicht auch GTA 4. Muss ich mal sehen. Aber ETS wird auf jeden Fall plus einer kommen in der Woche und Minecraft wird auch ein bisschen weniger kommen. Weil wir jetzt Minecraft irgendwie extremst viel haben. Also, na nee, wir haben nicht extremst viel, aber wir haben das Problem, dass wir
die Parts extremst groß sind. Und eigentlich müssten wir heute Abend nochmal aufnehmen. Aber die Frage ist, ob die alle da sind und alle Lust und Zeit haben. Das wäre dann natürlich noch schöner. Nicht gut. Gefällt mir nicht. Ach, jetzt kommt der wieder, diese dumme Baustelle, ne? Wo die gleich erstmal blitzen, die Pisser. Das ist ja eher ein langer Tunnel, ne? Oh, ne. Oh. Die fahren ja nicht mal eine 80, die fahren ja eine 60 oder eine 50. Können die nicht wenigstens mal eine 80 fahren? Alter, was fährst denn? Du fährst eine 60. Kleiner Pisser, ey. Wieso muss man so dumm hier fahren? Hier sind 80 und die fahren 60, oder hab ich das 60er-Schild übersehen? Kommt was? Ich sehe nichts. Es kommt nichts. Ja, genau. Boah, ey, jetzt ziehen wir hier rüber. Tschüss. Leck mich. Jetzt kommt eine Kurve, ist mir scheißegal, ich zieh jetzt rüber. Du leck mich genauso. Kann man noch so idiotisch fahren? So, bei den LKW gebe ich jetzt ein bisschen Vorsicht, da weil es jetzt ein bisschen kurviger wird. Also ich gucke mal ab und zu hier aufs Navi. Ich muss es ja jetzt. Okay, ist noch so. Vorne habe ich glaube ich wieder Michael Jackson gesehen. Kann man es fertig rausmachen im Tunnel. Oh, ich habe gerade übelst den Ohrwurm von Sky's the Limit. Von DJ Antoine. Schleichwerbung. Hust, hust. Nein, ehrlich, das ist. Oh. Oh, oh, oh. Brumm. Das ging ja fast zu schief. So, jetzt hat er natürlich wenig Schwung. Ja, wir haben schon genug rausgefahren. Passt. Zu wenig Schwung. Ich glaube, das geht schief. So. Boah. Ah, okay. Wow. Das habe ich mir schon bald gedacht. Ich sehe es im Rückspiegel nie, wenn das so dunkel ist. Das sieht man absolut nichts, wie man jetzt, wo man jetzt gerade hier auf der Strecke liegt. Das ist so ein Scheiß. Oh, 21. Scheiße. Scheißendreck. 21% Schaden, weil ich mal so ein bisschen über die Mauer an der Mauer vorbeigeschliffen bin. Das ist super. Danke. Oh nee, das gefällt mir gerade absolut nicht. Boah, das kostet, wie das kommt. Ich muss ja auch mal Kredit zurückzahlen und so ein Scheiß. Wie viel kriegt man für den Auftrag? 23.000, da werden vielleicht wieder 5.000 oder 9.000, 5 bis 10.000 gehen da allein für die Reparatur drauf. Dann haben wir ja auch noch einen Auffliegerschaden. Ach, scheißen Dreck. Boah, sowas finde ich halt eben. Deswegen mag ich das nicht so unbedingt bei Nacht fahren. Hier geht's, hier sieht man ja auch mal einen Rückspiegel ab und zu, wie weit man von der Wand weg ist. Und so eine Kurve, wo es dunkel ist, da hat man keine Chance. Also gerade im Dunkel geht's auch, aber nicht in der Kurve. Wenn man dann auch noch einen überholt, ist ein bisschen dumm. Aber ich habe jetzt vom Navi her nicht gesehen, nicht gedacht, dass die Kurve so steil rumgeht. Wieso hätten der nicht von auch drüben? Ach, lass mich doch. Ich könnte mir vorstellen, dass es eh ein bisschen spannender wäre, hier bei Tag zu fahren. Als bei Nacht. Aber beim Tag hat man immer noch was zu gucken. Hier ist zum Beispiel eine große Brücke, die wäre bei Tag bestimmt auch schöner. Also was bemecker ich halt eben gerne. Ich bin auch kein, nicht unbedingt so ein Nachtmensch, also,
Das heißt jetzt einer, der plus Party macht und durchmachen will, nee, ich bin da. Ich klammer ein bisschen länger aufbleiben oder so. Oder wenn man gerade irgendwie eine ordentliche Beschäftigung hat, dann eben länger aufbleiben, aber nie so. Aber dann bin ich auch so einer, der dann wieder auch mal frühzeitig aufsteht. Also in der Nacht lange machen und früh aufstehen. Ich bin nicht einer, der ewig früh nicht aus dem Bett kommen kann. Das kann ich auch nicht leiden, wenn dann irgendjemand so hier Nacht durchmachen will oder was weiß ich, bis um 4 Uhr macht und dann ewig nicht aus dem Potten kommt. Natürlich braucht man seinen Schlaf, aber wenn man halt eben einer ist, der dann früh nicht, mit dem man nichts anfangen kann, dann soll er halt eben nicht so eine Scheiße machen. Damit schon über eine halbe Stunde rausgefahren. Das ist auch gut. Also, da kriegen wir bestimmt dann noch mal ein bisschen Geldzuschlag, weil wir halt eben schneller da sind. Ich weiß nicht, ob das so ist. Und übrigens, warum der Auftrag weg war, den ich eigentlich noch hatte, er liegt daran, dass desto kürzer die. Oh, jetzt geht es schon wieder los, ey. Und desto kürzer die Zeit ist, bis der Auftrag abläuft, desto. Da denkt er, desto schneller wird der Auftrag an einen anderen KI-Fahrer übergeben. So denkt sich das Spiel, weil es halt eben so ist, wenn die kürzer da sind, dann werden die schneller genommen oder so. Ach, ist nun mal so. Uns geht das schöne Problem los. Das könnte uns jetzt dazu führen, dass wir ziemlich harte Probleme haben mit. Dass wir die Zeit einhalten. Wenn ich auf einer 80 bin, mach ich so aus. So, März. Gut, sollte noch halten. Aber trotzdem, es kommt dann dauernd wieder an. Also wenn man es einmal hat, dann geht's dann eigentlich immer los. Früher habe ich immer gedacht, wenn man dann so sehr viel Gas geben muss, dann kommt das. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so ist. Das heißt, wenn dann der Motor in höheren Drehzahlbereich geht, das könnte zum Beispiel sein, wenn wir dann einen Berg bergauf fahren, einen Berg hochfahren. Aber wenn so gerade hin oder runter geht, dann ist das eigentlich nicht. Da muckert der Motor nicht so hin rum. Wir könnten, sag ich mal, da. Ah, nee. Wir werden mal sehen, wann wir dann irgendwann mal danken. Wir finden schon eine Danke, würde ich sagen. Hier wieder solche Arsch langsam Geigen. Die ich wieder überholen muss. Aber ich muss sagen, hier ist heute ziemlich viel Verkehr. Also allgemein, vom LKW und Auto und KI, das ist schon erstaunlich, wie viel es ist. Hätte ich nicht gedacht, dass so viel kommt. Höre ich hier Töne, wenn einer vorbeifährt? Na, das ist gar nicht schön. So, wir haben kein Tele. Oh, nee. Ganz gewiss nie. Also ja, bei den italienischen Mordstellen ist es ja so, dass es dann auch die Telepässe gibt. Also die man dann hier, die man übers Internet anmelden muss. Und wenn man da reinfährt als Tourist und man ist das erste Mal dort und weiß das noch nicht so richtig. Boah, gibst du mal Gas? Toll. Wie gesagt, wenn man Gas gibt, dann muckt der rum. Boah, das kotzt mich gerade dermaßen an. Das kotzt mich an. Aber ich glaube, wir schaffen es noch bis nach Verona. Und in Verona machen wir dann Bäusle und Reparaturde. Und dann sieht die Welt auch schon viel anders aus. Ich weiß nicht, ich hoffe mal, dass ich das jetzt noch. Viertelstunde müsste ich jetzt noch haben. Ob ich das bis dahin schaffe oder nicht. Sonst wird halt eben dann noch ein kürzerer Part hinten dran kommen. Ich hatte das jetzt mit Minecraft probiert, dass wir dann halt eben im Nachhinein auch noch was dran setzen. Wir haben jetzt gestern eine übelst lange Aufnahmesession gehabt. Eventuell mache ich das nochmal, weil dort ein Part ist, der plus 4 Minuten lang ist. Eventuell haue ich dort nochmal was hinten dran. Muss ich mal sehen, bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher. Boah, es ist einfach nervig. Sind wir gerade in Mailand? Ach, da kommen wir nach Verona. Da kommen wir noch nach Verona, würde ich sagen. Ich muss mal kurz ein Schlückchen trinken. Mache ich wieder so professionell.
wie ich es gelernt habe. Und zwar mache ich keine Pause, sondern schraube jetzt Flasche auf und mute mich mal kurz.